Ein Eisenbahnzug wurde mir gezeigt, der mit der Schnelligkeit des Blitzes dahinfuhr. Der Engel gebot mir, aufmerksam zuzusehen, und ich richtete meine Augen auf den Zug. Es schien, als ob die ganze Welt darauf wäre. Dann zeigte er mir den Zugführer, der stattlich und schön aussah und auf den alle Reisende blickten und ihm Ehre erwiesen. Ich war verwirrt und fragte meinen begleitenden Engel, wer dies sei. Er sagte, es ist Satan. Er ist der Zugführer in der Gestalt eines Engels des Lichts. Er hat die Welt gefangen genommen. Sie sind in kräftige Irrtümer dahingegeben, dass sie glauben der Lüge und verworfen werden. Kennst du das? Das Event des Jahres steht vor der Tür. Du kannst es kaum erwarten und möchtest diese Party auf keinen Fall verpassen. Du planst und organisierst bereits Wochen vorher. Und je näher das Event rückt, desto größer die Freude. Dem Alltag endlich mal wieder entkommen. Die Erwartungen sind groß. Diese Tage sollen ganz dir gehören. Sich tief in eine Welt eintauchen, die dich deine Probleme vergessen lässt. Und einfach eine gute Zeit haben mit Freunden und Gleichgesinnten. So erlebte ich es für mich, wenn das Highlight des Jahres bevorstand. Ich liebte und lebte Musik und alles, was damit zu tun hatte. Mein ganzes Denken und Wesen, mein Handeln, ja mein ganzes Erscheinungsbild, alles diesem Moment gewidmet. Betrat ich das Festivalgelände, so küsste ich erst einmal den Boden. Es war mein heiliger Ort, mein Jerusalem, mein Mekka sozusagen. Stundenlang harrte ich in der ersten Reihe aus, um meine Idole so nah wie möglich zu erleben. Ich wollte an erster Front stehen und zeigen, wie sehr ich doch meinen Vorbildern hingegeben bin. Und jeder andere sollte mich auch dabei wahrnehmen. Ich erinnere mich noch besonders an ein Konzert, als ich nach 12 Stunden Warten den Leadsänger meiner damaligen Lieblingsband direkt vor mir stehen hatte. Das erste Mal live. Die Instrumente begannen und der Gesang setzte ein. Und ich weiß noch dieses tief religiöse Gefühl, was mich überkam, als, so dachte ich, jemand, der gottgleich sei, gerade die Bühne betreten hat und nun zum Greifen nahe war. Wie viele Jahre hatte ich auf diesen Moment gewartet? Schon von klein an hatte ich mein Zimmer mit ihren Postern behangen. Nun begann die ganze Masse an Menschen mitzusingen und gleichzeitig auf und ab zu springen. Wie ein Mann, alle gemeinsam. Das wochenlange Planen und Vorbereiten, das Ausharren wurde belohnt. Das Hoch der Gefühle fast nicht mehr zu übertreffen. Der Jünger ganz nah bei seinem Meister. Endlich angekommen, so dachte ich. Viele Jahre, nachdem ich das letzte Mal auf einem solchen Event war, hörte ich, dass es dieses Wochenende wieder einmal soweit ist. Nur diesmal, mitten in der Nacht, konnte ich einfach nicht einschlafen. Nicht, weil ich dieses Jahr nicht bei der Party dabei sein konnte, sondern weil ich an all die Menschen, vor allem die Jugendlichen, denken musste, die diese Tage auf dem Festival sind. Ich erinnere mich noch an das Gefühl, welches ich am Tag der Abreise empfand. Ich wollte am liebsten gar nicht nach Hause. Ich wollte nicht zurück in den Alltag, um wieder zu realisieren, dass das Leben eben kein dauerhaftes Event ist. Keine dauerhafte Party, sondern oft bitterer Ernst. Hat mich die Realität wieder eingeholt, so fühlte ich mich oft wieder alleine. Das Leben wirkte wieder so ganz ohne Sinn. Und die Zufriedenheit und Freude war einfach nicht mitzunehmen. Daher wünschte ich mir so oft wie möglich, mich abzulenken, wünschte mir, dass diese Party niemals endet und dass das Leben so durchgeht. Ich wollte was erleben. Ich wollte glücklich sein. Ich denke, dass wenn wir einmal ehrlich mit uns sind, so erkennen wir, dass der Beweggrund für viele unserer Entscheidungen das immense Verlangen nach Zuneigung und Liebe ist. Für eine Zeit lässt sich das dann vielleicht auch mit einem Partner stillen, aber irgendwann erkennen wir auch, dass auch ein Mensch uns die tiefsten Sehnsüchte nicht befriedigen kann. Und so sucht der gottlose und rastlose Mensch den nächsten Partner oder das nächste Event mit der Hoffnung, dass sein Glück gestillt wird. Ich vergleiche diese Situation gerne mit einem Glas, das mit Wasser gefüllt wird, dieses Glas aber leckt.
Wir versuchen unserem Leben einen Sinn zu geben und jeder nach seinen Möglichkeiten füllt diese Leere. Für den einen klappt es eine Zeit lang gut. Der andere realisiert schneller, dass das, was ich in das Glas fülle, nicht wirklich von Dauer ist. Es nicht wirklich den Durst des Lebens stillt. Wirklicher tiefer Frieden und Zufriedenheit, die befriedigt. Und so suchen wir diese Leere möglichst beständig zu füllen, denn das Verlangen nach Beständigkeit liegt in uns. In Johannes Kapitel 4 berichtet uns die Bibel von folgender Geschichte. Da kommt Jesus in eine Stadt Samarias, genannt Sichar. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm: Wer bittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis in das ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Es war kein Zufall, dass die samaritische Frau an diesem Tag Jesus am Brunnen begegnete. Jesus wusste genau, dass obwohl diese Frau für ihr leibliches Wohl gesorgt hat, sie doch tief im Inneren nach einer Zufriedenheit sucht, welche sie auch nicht in all ihren verschiedenen Liebhabern fand. Jesus kannte ihr Problem. Er kannte ihre eigenen Bemühungen, dem Leben Inhalt zu geben. Und Jesus wusste, dass es ihr immer noch dürstet, dass sie immer noch nicht das gefunden hatte, wonach es uns allen wirklich verlangt. Die 5 Männer waren ein guter Ausdruck für das, wonach sie und wir suchen, wirklich verstanden und geliebt zu werden. Obwohl sie zuerst das Thema wechselte, so Jesus den Finger auf die Wunde legte, ihre Sünden aufzeigte und damit den Grund für ihren bisherigen Mangel offenlegte, gewann sie doch genau dadurch Vertrauen und erkannte, dass dieser Mann ihr etwas geben kann, wonach sie ihr ganzes Leben gesucht hatte. Die Frau war so ergriffen, als Jesus ihr die Prophetie auslegte über den, worauf sie gewartet hatte, dass sie ihr irdisches Wasser stehen ließ. Ihre irdischen Interessen verblassten in einem Moment und sie sah nur noch den Reichtum, den alleine Jesus schenken kann. In Johannes Kapitel 14, Vers 27 heißt es: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt,
gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Wie ich mich in dieser Geschichte wiederfinden kann. Wie ich gesucht und gestrebt habe, diese Leere zu füllen, bis an einen Punkt, wo es mich wirklich wütend gemacht hat und ich mich fragte, was ist eigentlich der Sinn im Leben? Das kann es doch nicht sein. Ich kann doch nicht einfach nur ein Produkt des Zufalls sein. Habe ich die Aufmerksamkeit und Liebe nicht erhalten, worin sich auch die Abhängigkeit zu Menschen zeigt, nämlich dass man ständig nach des anderen Andacht verlangt, so habe ich mich noch mehr angestrengt, um einen Status zu erreichen, der mir die Aufmerksamkeit oder das Ansehen gab, wonach mir verlangte. Ich bin Gott heute sehr dankbar, dass er mich von all dem frei gemacht hat, und ich schäme mich heute nicht offen darüber zu sprechen, denn ich erlebe die Kraft des Evangeliums und der Wahrheit, wie sie alleine in Jesus ist, welche nämlich frei macht von Ängsten und Zwängen. Sei es die Tätowierungen, die ich mir über die Jahre habe machen lassen, den Bodybuilding, den ich betrieben habe, die Heavy-Metal-Musik, die ich gemacht habe, der Alkoholkonsum, die verschiedenen Frauen, die ich hatte und vieles, was ich noch aufzählen könnte, was oft in Verbindung mit dem Füllen meiner Leere war, so bin ich heute frei offen zu bekennen, dass dies alles angetrieben wird aus selbstsüchtigen Gründen, dem Mangel an Selbstbewusstsein, die Angst, nicht akzeptiert zu werden oder einfach nicht gut genug zu sein. Durch das Buch Vom Schatten zum Licht, welches mich zu Gottes Wort führte, fand ich, was die Frau in der Begegnung mit Jesus erlebte. In Offenbarung Kapitel 22, Vers 17 bietet Jesus immer noch dieses lebendige Wasser an. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die große Auseinandersetzung um Gottes Charakter, der im Himmel begann, setzt sich heute auf dieser Erde fort. Der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und Satan, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen ewigem Leben und ewiger Verdammnis. Die Bibel lehrt, dass wir uns in den letzten Stunden dieser Auseinandersetzungen befinden, dass die letzten Ereignisse biblischer Prophetie sich vor unseren Augen erfüllen und Jesus dem großen Kampf ein Ende setzen wird, indem er seinen Dienst im himmlischen Heiligtum beendet und zu dieser Erde wiederkehrt, um seine wahren Gläubigen zu sammeln und ein Heer in das ewige Königreich zu führen. Christus, der selbst Gott ist, wurde Mensch und nahm die Gestalt eines Knechtes an, um unter Gefahr sein eigenes Leben zu verlieren und für immer vom Vater im Himmel getrennt zu sein, die Schmach des Kreuzes auf sich, dass wir wieder Anteil haben dürfen an der Gerechtigkeit und dem ewigen Leben, welches wir verloren haben. Sein ganzes Leben nahm Jesus die Stellung des selbstlosen Dieners ein. Er nahm sich dabei völlig zurück und ward dem Vater gehorsam. In den letzten Tagen seines Lebens, bevor er den Kreuzestod für dich und für mich starb, schwitzte er Blutstropfen im Garten Gethsemane und unter fürchterlichen Qualen, tragend der Last deiner und meiner Sünden, ging er den Leidensweg, dass er dir und mir einen Ausweg aus der Sünde schenken kann. Er gab alles, ja wirklich alles, dass wir eine Hoffnung, Zuversicht, Ruhe, Friede, echte Annahme und Liebe erfahren dürfen. Wie gehen wir heute mit dem Gnadenangebot Gottes um? In Jesaja 53, Vers 3 lesen wir auf Christus hin: Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Durch mein Leben habe ich jahrelang gezeigt,
dass mir das völlig egal war, dass Jesus, um mich zu erlösen, lebte, litt und starb und spuckte Gott regelrecht ins Angesicht. In seiner großen Geduld wartete er aber auf mich und gab mir die Gelegenheit, von meiner Rebellion umzukehren, ja sogar mein halbherziges Christensein aufzugeben. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. In den letzten Stunden dieser Weltgeschichte wird die Täuschung am größten sein. Jetzt, wo wir uns vorbereiten sollten, unserem Gott zu begegnen, indem wir durch Gottes Kraft jegliche Sünde ablegen, hält der Satan die Menschen gefangen und verführt so die ganze Welt. In Offenbarung Kapitel 12, Vers 9 heißt es: Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Es ist wie in dieser Erzählung mit dem Zug. Die ganze Welt sucht nur noch das ihre, möglichst glücklich zu sein, den Moment zu leben und steigt auf in diesen Zug, folgt den Illusionen Satans, dass das Glück in der Liebe zur Welt zu finden sei und fährt in die Verdammnis. Das ist es, was mich nicht schlafen lässt. Das macht mir Sorgen und lässt mich Anteil haben an dem Ringen Gottes um dich. Gott sehnt sich nach dir. Genau dort war ich gewesen. Daher kann ich es verstehen. Und deshalb ist es keine verdammende Botschaft, sondern es ist eine ringende Botschaft um dein Herz. Satan lässt es uns attraktiv erscheinen und zuerst scheint es auch so, dass es sich gut anfühlt. So ging es auch Eva, als sie den Flüsterungen Satans zuhörte. Auf den ersten Blick erscheint das Leben ohne Gott so viel attraktiver. Einfach leben, wie ich es will, als sich selbst zu verleugnen und dem sanftmütigen und absolut selbstlosen Mann aus Nazareth zu folgen. Unsere Vorstellung von Gott kann oft so vollkommen falsch sein, so auch wie unsere Vorstellung, wie das Leben am besten zu gestalten sei. Wie kann ich die jetzige Zeit am besten genießen und fürs Hier und Jetzt, für den Moment leben, ist die Frage vieler. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Die Menschen vergaßen völlig den Geber aller Dinge und suchten allein nach ihrer Ehre, sodass das ganze Trachten und Handeln der Menschen durchweg böse, selbstsüchtig und weltliebend war. Dem vergänglichen und kurzfristigen Genuss der Sünde mehr hingegeben, als ihren Schöpfer liebend und seiner Ehre suchend. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Jesus sagte zu seinen Jüngern bezüglich seiner Wiederkunft: Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Ich glaube, wir leben heute genau in dieser gottlosen Welt.
und die Menschen spucken Gott in sein Angesicht, indem sie durch ihr Leben zeigen, ich lebe für meine momentane Befriedigung. Dass mein Schöpfer und Gott sein Leben für mich gab, ist mir egal. Überall um uns herum sehen wir nur noch Events. Es gibt eigentlich keinen Moment mehr ohne ein Event. Und alles wird heute zum Event gemacht. Warum aber nehmen dann Unzufriedenheit, Selbstsucht, der Druck in der Gesellschaft und Suizidfälle zu? Der weise Salomo sagte: Freue dich nur in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Fürchterlich wird der Tag sein, wenn die Menschen, die zuvor noch nach jeglichem Gewinn in der Welt gesucht haben, erkennen werden, dass es zu spät ist, dass ihr Spott, die ernsten Warnungen anzunehmen, in dem Erwachen münden wird, dass sie nicht bestehen können. Gleich wird es auch dem weltliebenden Christen gehen, der sein Herz zur Reinigung nicht völlig Christus übergeben hat, sondern in seinem Herzen dachte: Das Kommen meines Meisters ist noch lange nicht. Ich habe noch Zeit, mich vorzubereiten. Werden beide als zu leicht empfunden. Sie haben die Zeit der Vorbereitung verpasst. Geht dann das derzeit im Himmel stattfindende Untersuchungsgericht zu Ende, so wird das Schicksal aller Menschen zum Leben oder zum Tode entschieden sein. Die Gnadenzeit endet kurz vor der Erscheinung des Herrn in den Wolken des Himmels. Die Gerechten und Gottlosen werden dann noch in ihrem sterblichen Zustand auf Erden leben. Sie werden pflanzen und bauen, essen und trinken und nicht wissen, dass die endgültige, unwiderrufliche Entscheidung im himmlischen Heiligtum bereits gefallen ist. Vor der Sinnflut hatte Noah 120 Jahre lang die Menschen zur Umkehr von ihren bösen Wegen aufgerufen. Nachdem Noah in die Arche gegangen war, machte Gott hinter ihm zu und schloss die Gottlosen aus. 7 Tage lang setzten die Menschen ihre gleichgültige, vergnügungssüchtige Lebensweise fort und spotteten der Warnungen eines drohenden Gerichts, ohne zu wissen, dass ihr Schicksal entschieden war. Also, sagte der Heiland, wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Still, unbeachtet, wie ein Dieb um Mitternacht, wird die entscheidungsvolle Stunde kommen, in der sich das Schicksal jedes Menschen erfüllen und die den sündigen Menschen angebotene göttliche Gnade auf immer entzogen wird. Wer Unrecht tut, der tue weiterhin Unrecht, und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Das größte Event dieser Weltgeschichte steht kurz bevor. Jesus Christus wird wiederkommen. Und Jesus ruft dich auf: Bereite dich vor. Lerne mich täglich kennen, durch Gebet, im Studium meines Wortes, und trenne dich von Sünde. Der Satan versucht uns aber ständig an diese Welt zu binden, uns in Sünde zu halten, getrennt von Gott, und tut alles daran, dass du mit ihm auf dem Zug in die Verdammnis fährst. Hast du Gemeinschaft mit dieser Welt,
so wird dir die Gemeinschaft mit Gott als belanglos erscheinen und du wirst niemals deine Bedürftigkeit spüren. Jesus Christus spricht in seinem Wort: So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben? Jesus wurde ein Mensch des Leids, sodass wir Teilhaber ewiger Freuden sein können. Die größte Party kommt erst noch. Wie sieht es mit deiner Vorbereitung aus? Ist dir vergeben worden? Bist du reingewaschen von deiner Schuld? Nach seiner Bekehrung beschrieb der Apostel Paulus: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne. So du denn heute seine Stimme hörst, so verstocke dein Herz nicht. Erlaube es Gott, dass du ihn sehen darfst, wie er wirklich ist und dass er dich rettet. Er will nicht die Ewigkeit ohne dich verbringen. Aber du musst dich entscheiden. Ein wenig Zeit ist noch, vom Zug zu springen. The sun is rising, the day is new. A child is stirring in heaven's view. This day.